Also müssen wir dann da laut der Karte müsste es dort rechts sein. Hm? Ja, Sarah, in dieser Gegend kenne ich mich bestens aus. Okay, die Herrschaften, wir sind jetzt da. Da ist das Haus. Wenn wir in einer Stunde nicht zurückkommen, rufen Sie die Polizei. Polizei? Ja. Ja, geht klar. Gut, bis dann. Viel Glück. Komm, Freunde. Aussteigen. So. Jetzt werden wir uns mal bei diesem lieben Mr. Wood umgucken. Da ist die Haustür. Martin, dein Dietrich. Zur Stelle, Sir. So, also, Mrs. Melody parkt dort vorne. Also, mich kann hier niemand sehen. Aber gebt mir trotzdem Rückendeckung und guckt, ob hier jemand kommt. Ja, los, Tim. Okay. Das Schloss klemmt aber ganz schön her. Ich krieg's nicht hin und... Ah, jetzt. Gut. Also, rein da. Los. Wow, das ist ja ein Palast. Sieht von außen nicht so aus. Ja, von außen nicht. Kann aber immer täuschen. Also, guckt euch hier mal um. Was suchen wir hier eigentlich, Tim? Zum Beispiel diese Felle dort oben. Das sind ja echte Tierfelle. Ja, und zwar echte Bärenfelle. Als Tierschützer werden wir... Seid ruhig. Da hat sich gerade ein Schlüssel in der Tür bewegt. Oh nein, Mr. Wood kommt. Was machen wir jetzt? Na, wir werden uns natürlich verstecken. Alles klar. Sarah, du gehst unters Bett. Ich werde mich hinter den Schrank hier verstecken. Ja, Martin und das Sofa. Ja, und Martin in das Sofa. Psst, leise. Da, da kommt er. Mr. Wood stand draußen an dem Haus. Er suchte nach dem richtigen Hausschlüssel. Es war dunkel. Die kleine Laterne flimmerte in der Nacht. Dann hatte er den richtigen Schlüssel gefunden. Tim, Martin und Sarah stockte der Atem. Er schmiss seine Jacke über den Stuhl und ging langsam in das Zimmer, wo Tim, Martin und Sarah sich versteckten. Er war genervt und gestresst von seiner Praxis. Dutzende Hunde hatte er heute gesehen. Am liebsten würde er den Job in der Praxis kündigen. Doch dann hätte er nicht genug Geld. An der Wand hingen zwei Tierfelle. Ein Bärenfell und ein Hirschgeweih. Er war ein Tierjäger. Ach, endlich Feierabend. Das war ein Tag. Nee, was für ein Tag. Nee, ach nee, jetzt doch nicht. Warum klingelt denn jetzt das Telefon? Ich wollte gerade mir gemütlich die Nachrichten ansehen. Ja, Wood? Ja, Peter? Beeil dich. Du weißt, mein Fernsehprogramm. Ja, Peter, wir machen's so. Du schneidest die Zäune auf und treibst die Tiere raus. Und ich werde mich dann später um sie kümmern. Ja. Oh. Mach dir keine Sorgen, du bekommst deinen Anteil. Ja. Na, gut. Tschüss. Nun lasse ich mich aber nicht mehr stören. Endlich kann ich abhängen. Aua! Ah, mein Kopf! Ah. Was? Hallo? Wer ist... Ist da jemand? Mr. Wood schaute sich um. Er hatte Martins Stimme gehört. Martin hatte sich seinen Kopf am Tisch eingestoßen. Mr. Wood guckte sich um, fand aber niemanden. Vielleicht hatte er Halluzinationen nach diesem langen Arbeitstag. Aber nein, es war eine richtige Stimme. Nun schrie sie schon wieder. Aua! Mr. Wood ging der Stimme nach und sah Martin unter dem Tisch. Kopf! Ah. Keine Sorge, hier sind die Tierschützer. Ich bin Martin, da ist Tim, da ist Sarah. Sie werden jetzt in den Knast fahren und denn wer Tiere erschießt und die Felle dann noch benutzt, der muss ins Gefängnis. Ja, das sehe ich ganz genauso und die Polizei wird das genauso sehen, Mr. Wood. Aber bevor die Polizei kommt, könnten wir ein kleines Kaffeekränzchen machen und
bisschen über das plaudern, was sie so für kriminelle Machenschaften machen. Kriminell? Ich? Och nein. Ja, ihnen wurde nämlich gekündigt. Im Zoo. Und deswegen waren sie so beleidigt, dass sie irgendwie anders an Geld rankommen mussten. Sie hatten zwar Tiere lieb, aber wollten trotzdem Geld mit ihnen verdienen. So sind sie also auf die teuflische Idee gekommen, die Zootiere zu erschießen. Erst hat er sie rausgelassen, Sarah. Und dann hat er sie gejagt. Unter anderem auch durch unseren Clubhausgarten. Ihr könnt mir gar nichts beweisen. Da täuschen Sie sich aber, Mr. Wood. Wir haben guten Kontakt zur Polizei und wir treue Zeugen reichen da völlig aus. Was sich da draußen angefallen hat, war also wirklich ein Bär? Ja, allerdings. Einer, den Mr. Wood rausgelassen hat. Sie haben auch eine schlimme Vergangenheit. Sie haben Tierversuche gemacht. Und zwar höchst illegal. Ja, was heißt das schon? Das ist doch alles nur wegen meinem Freund Peter hier. Der hat doch alles. Ich war doch nur Handlanger. Der wandert ins Gefängnis. Das werde ich der Polizei sagen. Sie können der Polizei so viele Lügen auftischen, wie Sie wollen, Mr. Wood. Glauben werden die Ihnen sowieso nicht. Wir werden Sie nämlich gleich anrufen, Mr. Wood. Und Ihr lieber Freund Peter wird natürlich auch in der Kita landen. Sie allerdings auch. Also wir haben zwar schon eine Katze im Clubhaus, aber ich habe überlegt, meine Tante hat jetzt Wellensittiche und die würde mir einen geben, einen grünen. Oh, das ist ja toll. Grün... Ja. Und dieser Wellensittich wird uns immer an diesen Fall erinnern.